Eine Matratze reiht sich an die nächste auf dem Boden der Schulturnhalle der Reichlichen Wirtschaftsschule in Augsburg. 260 sind es an der Zahl. Die Flüchtlingsnotunterkunft ist bis auf den letzten Platz besetzt. Erschöpfung und Traurigkeit sind in den Gesichtern der Menschen zu sehen, aber auch Erleichterung und Dankbarkeit. Sie kommen von weit her, aus Syrien, Afghanistan, Irak und Afrika. Viele Familien mit Kindern. Sie sind vor Krieg und Verfolgung geflüchtet und haben einen langen und beschwerlichen Weg hinter sich. Doch das hier in Augsburg ist nur eine weitere Zwischenstation, nichts Dauerhaftes. Wir sind hier in einer Erstaufnahme, da geht es darum, dass die Menschen erstmals erfasst werden. Die Menschen sind sicherlich erschöpft von ihrer Reise, die wollen hier zur Ruhe kommen. Sie werden erfasst, sie bekommen eine ärztliche Untersuchung in mehreren Abschnitten, weil wir wissen müssen, wer bringt irgendeine Krankheit mit, die vielleicht ansteckend ist. Das wird alles untersucht. Sie werden versorgt mit Lebensmitteln, das ist alles organisiert und werden stellen auch ihren Asylantrag und dann werden sie weiter geschickt, gebracht in Unterkünfte in ganz Deutschland, wo sie dann zum Teil auch Jahre sind. Das hier ist wirklich nur eine Durchlaufstation für wenige Tage. Zäune oder Absperrungen findet man hier keine. Die Flüchtlinge werden von allen Seiten willkommen geheißen. Ich spüre, und das erfahre ich aus der Schule, eine große Hilfsbereitschaft. Es ist eine große Bereitschaft da, hier Hilfsaktionen zu starten, die hier noch gar nicht erwartet werden. Aber man spürt die Sympathie diesen Menschen gegenüber und die Hilfsbereitschaft bei Lehrern und bei Schülern. Und das nicht nur in der Schule. Zahlreiche Freiwillige sind in der Notunterkunft im Einsatz. Bei der Essensausgabe, als Übersetzer, bei der medizinischen Betreuung. Also wer Sachspenden hat an Kleidung, darf das tun, aber das sollte es der Diakonie oder der Caritas oder dem Übergepäck des Flüchtlings geben, aber nicht hierher schaffen. Wer helfen will, soll sich in Helferkreisen rund um dezentrale Unterkünfte kümmern. Das wäre wunderbar, oder auch um Gemeinschaftsunterkünfte, damit die Menschen hier ankommen. Wer dolmetschen kann, wunderbar. Wer Deutschkurse geben kann, klasse. Es gibt viel zu tun, aber bitte nicht nur fixieren auf die 5 Tage in der Erstaufnahme des Asyls, ist ein viel längerer Zeitraum. Voraussichtlich schon Ende nächster Woche werden die Flüchtlinge weitergeschickt in andere deutsche Städte und Dörfer. Bis dahin können sie sich hier in der Turnhalle der Reichlichen Wirtschaftsschule ausruhen, stärken und die Kinder haben endlich wieder Zeit, ein bisschen zu spielen.